Buffett, der Großaktionär, der Großinvestor, hat vor wenigen Wochen Burger King aufgekauft. Wird dann heißen Money King, where your money is king. In der Filiale. Ab 2002 haben noch viele in die Landeswährung immer umrechnen müssen. Ja. In Österreich zum Beispiel, da waren es 13,7. Wow. Und das war echt, du, die meisten, die nicht einmal 1 kennen und dann 13. Herr Schmidbauer, Sie sind ja Chakra-Poker. Sie sind laut Ihren Unterlagen auch Dekan der Parafinanzwissenschaftlichen Universität von Atlantis? Herr Schmidbauer, wollen Sie uns verarschen? Wo soll man sein Geld anlegen? Wo seine Erträge finden? Wo verdient man ungeniert? Wo geht das unkompliziert? Heben, heben, komm nach Cayman, Cayman, wo kommst du her? Aus Delaware, alles schlecht, Herr Specht. Sag einmal, denkst du nicht auch manchmal an 3K? Na, heben, heben, komm nach Cayman. Grüße Gott, einen Riesenapplaus für Kommerzialrat Erwin Hinterzieher. Herr Hinterzieher, meine erste Frage. Man hört viel vom Thema Schwarzmarkt. Können Sie uns irgendwas sagen, wie schaut es denn aus in Österreich mit dem Schwarzmarkt? Ja, ja gut, also wenn schon so fragst, nein, wir haben da jetzt keine Zahlen in dem Sinn. Es gibt leider Dunkelziffern. Wie soll man ein Haus bauen und auch noch sein Auto reparieren? Wie soll es gehen? Wie soll man auch Urlaub fahren, ohne sich finanziell zu ruinieren? Es kommt wie nie. Ich arbeite schon Tag und Nacht, doch Geld hat mir das nicht gemacht. So ungeheuer teuer, zahlt mein Einkommen zum Mehrwertsteuer. Euro, Euro. Ich tue mich so bemühen, doch irgendwie geht es mir gar nicht hin.